Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shellshock Live. Heute mit dem Virus, Lazy Dragon und dem Baked Meister. Jetzt geht das auch noch andersrum los. Oh, meine Fresse. Danke, dass du ihn aus meinem Pentagramm geholt hast. Immer wieder gerne. Und ich habe das Achievement. Ja. Mit über 200 Punkte Schaden. Was die Reaktion vom Bait gesehen? Die vier Sternchen? Er hat Fakten geschrieben. Das wurde zensiert. Gott sei Dank. Ja, ich hab nicht mal gemerkt, dass er was geschrieben hat. Ich öffne auch nicht den Chat. Ah, damit kann ich wenigstens was leveln. Vielleicht. Dann machen wir das. Versuchen wir es mal. Also hast du mal, dass sich Sternstuppe richtig gut getroffen hat. Ja, und dann gleich noch mit dem Crit hinterher, ne? Ja. Also. Das ist auch nicht alle Tage. 220er Crit. Das war cool. Ja. So, Virus macht, glaube ich, seinem Namen gerade alle Ehre. Er hat zerstört. So. Alter! Du Idiot! Bist du überhaupt heute schon dazu gekommen, eine neue Folge zu gucken? Neue Folge. Ach, du guckst wieder nur deutsches Fernsehen, oder? Jesus sind die Leute da. Ich meine, wenn man den Manga schon nicht liest, dann kannst du doch wenigstens das richtige Fernsehen dazu gucken. Ich muss zwei nach oben. Ja, crazy. Ich muss gar nicht nach oben. Das macht jetzt wahrscheinlich sowieso keinen Unterschied mehr. Die Runde geht wahrscheinlich eh an die. Zeig mir das Handy. Ist nur ein 89er. Versucht's nicht mal. Er versucht's einfach nicht. Er hat einfach doch. Okay. Ich schätze mal, es ist genug Zeit, dass ich mich kurz entschuldige. Jo. Alter, ist der so dumm oder tut der nur so? Das wird wohl wirklich der Punkt, wird wohl an euch gehen. Abwarten. Oh, Mist. Ja, und Jen ist nochmal Crazys Leiche, ne? Hoffentlich kann ich wenigstens die Waffen leveln.
Cactus Strike. Bin ich immer noch nicht fertig. Nein. Ich hatte ja noch alles mein Leben. Oh. Alter, mein Mate ist so scheiße. Ja, besser als du. Ist so illegal, deine Schwäche, wie du bist, aber nein. Das war ein mieser Diss. Das war auch nicht sehr viel besser, von daher. Ich wollte ja eigentlich Mr. Jinma LP eigentlich treffen, aber der war ja durch eine Bumperblase geschützt. Boah. Reicht das oder soll ich den Aimbot, hast du genug oder soll ich den Aimbot ausschalten? Na, ich hab schon einiges an Selbstschaden. Diese Runde ist hundertprozentig echt scheiße. Yep. Die letzte war besser. Es ist von Teamarbeit definitiv ungefähr so wie Goku und Vegeta. Die verstehen ja sich einfach nicht, aber machen trotzdem irgendwie Schaden. Das war ein guter Vergleich. Oh, das passt irgendwie sogar zu Virus. Es war eine Schrotflinte, aber kommt zu einem einen Angriff aus der einen aus Kampf der Götter gleich. Welche Waffe muss ich noch leveln? Das Fiesta? Nein. Okay. Oh, leck doch. Selbst Schaden zu drücken. Das macht so langsam keinen Spaß. Ja. Deswegen. Junge, okay, Junge, mach wenigstens McDonald weg da. Hier ist jetzt GEMA, noch mal. Farm. Hier, hier, ho. Mit einem Dick-Dick-Dildo. Ne? Naja. 45 Schaden wirst du wohl drücken können. Ja, geht doch. Na ja, gut, jetzt ja, schon mal auf dem Haken, damit wir das schneller durchkriegen. Ja. Das war's. Junge, Junge. Der Tag ist heute echt nicht gut für mein Skill. Nee, für meine auch nicht. Und ich bin der fucking MVP. Ja. So. Null Vision Player. Autsch. Na. Oh, Nadelspitzen. Ich hab hier auch ein paar Nadeln liegen, brauchst welche. Alt 13 Alt 13 NCRI. Was auch immer. Willst du das Double Damage mitnehmen? Nicht nötig, ich hab mit eh nichts, was leveln müsste oder so. Ich muss mit der Wall gut treffen. Welcher von den drei? Was Maria, Rose oder... Ja. Ich versuch's. Mary Rose ist doch klar. Na, genau dazwischen. Das hat jetzt... immerhin habe ich noch getroffen. Ja. Zeit, sich auf höchstem Niveau zu beschweren, aber... da wollen wir mal nicht so sein.
Ja. Ich würde sagen, mach den Qual trotzdem zuerst kaputt. Einfach weil. Nö, ich gehe auf Biros. Bierwurst. Ja, ist dir Wurst, genau. Aber. Nee, dann gehe ich definitiv nicht auf Biros, das krieg ich so zu gut mit. Jo. Oh. Jetzt reicht's. Jetzt gibt's Reichsalz. Oh Mann. Ich hab gedacht, das ist Riechsalz. Nee, nee. Das sagen sie dir nur im Fernsehen, um sich zu irritieren. So. Irgendwas Sinnvolles? Ich glaube, ich nehme mal das. Arschknapp! Abhängen. Oh, danke! So, ich kann endlich wieder fahren. Geht doch. Oh Gott, jetzt könnte ich die schon wieder aneinander klatschen, oder nein? Ja, ich Virus ist nun mal so ein kleiner... Vollidiot. Ja. Nein, ein Gott der Zerstörung. Nein, ich bin... Er und sein Bruder sind wahrscheinlich die faulsten aller Götter der Zerstörung. Ja. Obwohl Biros ja die längste Amtszeit hatte. Hat er nicht gerade am meisten gemacht. Ja. Ist versucht, die Erde zu zerstören? Ja. Was ihm auch nicht gelungen ist, möchte ich mal anmerken. Ja, dafür hat er euch heute ein komisches Stück Dreck gefunden. Dafür hat er euch zwei heute vernichtet. Das war auch nicht von Dauer war. Ja. Man hat die Dragon Balls benutzt, um uns wieder zu beleben. Im normalen gibt's die überhaupt noch? Nee, ich komm da nicht raus. Ist mega. Dann bleib doch im Loch. Hätte ruhig ein bisschen besser treffen können, dafür, dass ich mit Schaden machen muss. Naja. Die Gurke. Oh Mann. Wie viel haben wir denn noch an Leben insgesamt? 1000. Selbst jetzt noch. Kommt dann noch länger da dran. Na gut. Ich verziehe mich mal kurz hier hin da. Wenn er unbedingt kuscheln will, dann soll er das machen. Hat aber auch so gut Schaden gemacht. Das jetzt nicht funktioniert, ne? Dann... fress ich einen Besen. Mit Ketchup oder Senf? Das ist ein bisschen, ich hasse es. Also, das hätte ich dir gleich voraussagen können. Scheiß. So. Weil ich hätte einen Bumper halt gestellt. Geil. Virus lebt.
Gott, die Russen kommen! Mein Gott, die Russen kommen! Oh Mann. Ja, ich erinnere mich noch dran. War das beabsichtigt, dass das jetzt auf mich geht? Oder bist du einfach schlecht im Zielen? Letzteres. So. Ich weiß, du hast Schaden gemacht, da wollen wir uns mal nicht beschweren, aber. Ja. So. Wir hatten dieses komische Anni, was auch immer. Ach du Scheiße, es ist nicht die hellste Idee, sich da reinzustellen, mein Freund. Das ist mir bewusst crazy. Also, du bist eh nicht das hellste Licht im Keller, also. War eher so ein nasses Streichholz. Ich glaube, damit habe ich die Waffe auf Stufe 2. GG. Ich glaube, dieses Mal verliert der Gott der Zerstörung. Gegen beide hat er sowieso keine Chance mehr. So. Welches Level warst du? Der war irgendwas mit 70 vielleicht. 66. Ja, nicht mal das sogar. Was auch sonst, das hätte ich auch anders erwarten können. Ach, ich bin vielleicht geht ja wenigstens das Drachilein drauf, das ist gerade ganz gut platziert. Sonst tauschen wir mal Seiten hier. Alter, ich hätte beinahe 200 Schaden gemacht. Das ist nämlich vielleicht sogar... Und wir hatten sich ungefähr so. Das war solider Treffer. Wie viel hat der? Fällt Gott noch. Ja, 41. 200 Backflash. Lass mich mal gucken, ob ich da was. Alter, 2 HP. Ja. Tendenziell schon, aber ich bezweifle, dass ich mich damit treffe. Hier ist eine Eskalation. Ich glaub, das war viel zu weit. Ah, bringt das ja, komm! Schade. Nein! Da weiß ich, sind eh beide schon so stark wie wir, was also was sagen. Ja. So, ich hoffe, die Folge hat euch und habt ihr noch was zusammen. Nein! Pinata Stufe 2 habe ich nicht. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.